Sport, Freunde. Dies ist der erste Kampf des heutigen Abends. 6 Runden im Super Bantam-Gewicht sind angesetzt. Das Gewichtslimit 55,3 Kilogramm. Ich darf Ihnen wie immer zuerst die Offiziellen vorstellen. Supervisor des BDB, Bund Deutscher Berufsboxer, ist Christian Ritter aus der Bundesrepublik Deutschland. Sollte der Kampf über die volle Distanz gehen, sind die drei Punktrichter Marco Morales, Adrian Lacescu und René Fiebig, alle drei aus der Bundesrepublik Deutschland. Kommen wir zum Fighter in der blauen Ecke. 26 Jahre ist der Jungbarte, gestern mal wiegen genau 55,7 Kilogramm auf die Waage und misst 1,75 Meter. Er ist Profi seit 20 Jahren. Sein Kampfrekord, er ist ungeschlagen, he's undefeated. 6 Kämpfe, 6 Siege. 4-mal gewann er durch K.O. aus Salerno, Italia. Begrüßen Sie Francesco De Rosa. And now, ladies and gentlemen, the red corner, die rote Ecke. 25 Jahre ist er jung, brachte gestern beim Wiegen 55,3 Kilogramm auf die Waage und misst 1,67 Meter. Er ist Profi seit 2019. Sein Kampfrekord, 8 Kämpfe, 6 Siege. 1-mal gewann er durch K.O. Begrüßen Sie aus Palma de Mallorca von Agon Sports and Event, El Gallo Negro, Farlin Condori. Der Ringrichter, the referee in charge of the action, ist Goran Filipovic aus Serbien. Jetzt mit den letzten Instruktionen. Now with the final instructions. Okay, gentlemen, you know the rules. Clean, fair fight, okay? Stop, stop, break, step back and fight. Shake hands, good luck. 6 Runden im Super Bantam-Gewicht. Seconds out, Ring frei. Runde 1, Round 1. Und auch von mir ein herzliches Willkommen zu dieser Monster-Box-Veranstaltung in der Stadthalle hier in Falkensee. Ja, und der Farlin Condori, der hat doch einiges gut zu machen. Nach seinem schmeichelhaften Unentschieden jüngst gegen Rosa Landsmann Jaila Vasquez, da zeigte er doch einige unübersehbare Schwächen, auch was sein Stehvermögen anging in den letzten Runden. Der heutige Fight ist auf 8 Runden angesetzt und Sie haben es gehört, De La Rosa ist in 6 Kämpfen noch ungeschlagen. 4-mal gewann er vorzeitig. Also schwere Aufgabe für Condori. Stopp! Box! Ja, die erste gelungene Aktion da von Farlin Condori. Nochmal gut, da war die rechte mal drin von De La Rosa. Break, step back. Boxt ein bisschen steif, der Italiener. Aber wenn man sich seinen Kampfrekord anschaut, scheint er doch über einigen Pfeffer in seinen Schlaghand zu verfügen. Ja, gute Aktion jetzt von De La Rosa. Hat es hier ein Kommando übernommen. Auch hier wieder die rechte ist brandgefährlich. Also erste Runde am Anfang leichte Vorteile für Farlin Condori. Und dann hat der
Mann aus Salerno in Kalabrien. Das Kommando übernommen, Francesco La Rosa. Nicht allzu viel Bewegung hier im Kampf hier in der ersten Runde. Ist natürlich auch ein bisschen bitter für diese Kämpfer, die am Anfang Seconds out. Da in den Ring frei, kein Zuschauer da. Round two. Eigentlich sollte ja die Veranstaltung erst um 18.30 Uhr beginnen, aber dann wurden immer mehr Kämpfe noch auf die Fightcard genommen und so entschloss man sich, hier eine Stunde früher anzufangen, entsprechend leer. Ist die Stadthalle noch. Also auf die rechte muss er aufpassen, der Condori. Da, schöne Kombination jetzt. Macht es ganz ruhig. De La Rosa. Da stupst die Sinne dann auf Führungshand und dann kommt die rechte wieder geflogen. Auf der Innenbahn diesmal durchgekommen, nicht genau getroffen. Jetzt haben wir eine Ringecke. Ja, sich gut befreit. Er schlägt einfach genauer. So, die Deckung ist gut. Und hier Vorteile, jetzt sind das weiten Runde für die Rosa. Schön. Linke da zum Kopf. Da muss einiges einstecken, der gute. Meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, der Veranstalter am heutigen Abend. Farlin Condori, 25 Jahre alt, 1,67 Meter in Cochabamba, in Bolivien geboren, lebt heute in Palma de Mallorca. Hat dort Ingo Volkmann kennengelernt. Marco Morales, Goran Filipovic, Oliver Breen, René Fiebig und Caroline Pütz sowie. Und er hat gesagt, okay, komm mal zu uns ins Training und dann darf er noch ein paar Kämpfe machen. Aber er muss sich natürlich steigern. Und die Ringärztin Dr. Beatrix Rautschus und Alex Schulz. Okay, Seconds out, ringfrei, Runde 3, Round 3. Ringrichter Goran Filipovic. Ja, 6 Kämpfe heute Abend. Ja.
Die Zuschauer erwartet. Hier einiges, ein paar Leckerbissen. Wie im letzten Augenblick ist noch Williams Kull auf die Fightcard gekommen. Der Kubaner Nummer 1 in der IBF-Weltrangliste hofft jetzt auf einen Weltmeisterschaftskampf. Gegen keinen geringeren als Saul Alvarez. Aber Mate Bosian werden wir sehen. Thomas Piccirillo. War mal ein guter Versuch, die Leber des Italieners zu treffen. Ja, war ganz gute Aktion jetzt von Fallin Condori. Und da kommt schon die Retourkutsche. Ja, willst du noch beweglich am Oberkörper werden? Der Rosa. Oh, jetzt steckt er ihn da aber an den Ringseilen ja kräftig ein. Der muss da weg. Bleibt da einfach stehen und nimmt die Dinger. Dori. Ja, an der Ringecke ist man auch nicht zufrieden. Weil einfach eindeutig zu viel kassiert. Ja, da war noch die gute Anfangsphase wieder mal von Fallin. Und dann kam er wieder, der Francesco de Rosa. Zum ersten Mal, dass er im Ausland antritt. Seconds out. Bislang Ring frei, alle Kämpfe ausschließlich in Italien bestritten. 2023 zwei Kämpfe, vorzeitige Siege über Antonio Munillo und Alexandru Leahu aus Moldawien. Widerstehen. Da muss ich mehr bewegen, der Condori. Er macht natürlich zu wenig, um so eine Runde zu gewinnen. Eindeutig der aktive Mann, der hier den Kampf bestimmt, das ist Francesco Rosa. Manda,
Also dran kann einiges, Condori. Ja, und da zieht er nicht voll durch, sondern boxt auch mal an. De Rosa macht da alles sehr geschickt. Ist auch erst 26 Jahre alt, da kann einiges von ihm kommen. Ja, da fehlt so der letzte Druck, so die letzte Überzeugung. Ich will den Kampf hier gewinnen, weil wir mal in Spanien. Ja, da mal ein paar ganz gute Aktionen hier gezeigt. Nochmal hier schön die Rechte da abgelegt. So kann es gehen. Er muss sich nur bewegen, er darf dem Gegner ja kein Ziel bieten. Das hat er bislang einfach gemacht, indem er ja zwei, dreimal am anderen Ringseil stehen geblieben war und gesagt hat, mal gucken, was der da drauf hat. Ja. De Rosa. Pero hay que hacerlo, ¿me oyes? Hay que hacerlo, ¿vas a hacer o no? Sí. Es el momento de hacerlo, ¿eh? Es el momento, ¿vale? Ok, tiras al cuerpo y luego tiras al cuerpo. De Rosa es número 3 de la italienische Rangliste. Y Ayla Vázquez, que es el unentschieden erreicht hat, gegen Condori, nochmal daneben beigemerkt. Second out, ring 5, Runde 5, round 5. 13 in der Super Bantam Rangliste. Bien tapado, bien tapado. Also schon noch kleiner Unterschied. Und Condori ist in der Welt die Nummer 395. De Rosa steht bei 150, ist also 245 Plätze besser gerankt. Schon eine harte Aufgabe für Condori. Auf der Schlagabtausch hier zwischen beiden. Ja, gute Rechte von Condori. Ausgefahrener 2-3-mal zum Kopf von Condori. Jetzt wird die Rechte wiederkommen. Wenn er seinen Oberkörper noch schneller reindrehen könnte, wäre noch mehr Wucht dahinter bei De Rosa. Ja, und sich da offen auf die Lippe. Also ich habe es vorhin schon mal gesagt, eines muss man denn Fahrt in Condori lassen. Einstecken kann er.
lado. Aber vamos aprovechando de eso. ¿Quién ha hecho más castillos? ¿Tú o él? Also zwischendurch, der lässt doch mal aufblitzen, was er eigentlich könnte, der Condori. Aber der Rosa ist hier der härtere Puncher und auch härtere Boxer. Gemein. Clava los golpes, te queda vivo en defensa, pasa, clava los golpes, ¿ok? Vamos a hacer daño a este hijo de puta, vamos a hacer daño a este hijo de puta, venga, va, hostia. Seconds out, ringfreie Runde 6, Round 6. Nach Punkten dürfte der Italiener vorne liegen, der muss ja jetzt noch ein bisschen was tun. Francesco Rosa, drei Runden hat er noch. Sagen, bleibt am Ring stehen, also hat sie nochmal rechtzeitig gelöst, bevor die nächsten Schlagsalven da auf ihn eingeprasselt sind. Also wie gesagt, drauf hätte er schon, Condori, aber boxt teilweise zu zögerlich. Das ist wieder genau diese Situation. Da bleibt er stehen. Das macht sich natürlich auf den Punktezettel bemerkbar. Wenn der Rosa da so kompromisslos die Attacke fährt. Auch die Runde geht an De Rosa. Fadin Condori hat eine Niederlage bislang auf seinem Konto stehen. 2021 war das im fünften Kampf. In Swansea, in Wales, gegen den Waliser Joshua John. Danach dann die beiden Siege für Agon. In Charlottenburg. Und beide Gegner kamen aus Italien, verloren nach Punkten. Genovese und Runde 7. Zanoni. Und der letzte war auch ein Italiener und heute auch nochmal Italiener. Aber da muss noch ein bisschen was kommen. Okay.
wieder viel zu unbeweglich. Bleibt da in der Ecke stehen. Wirkt unentschlossen. Naja, vielleicht hat der Rosa auch hier Respekt erarbeitet. Da fehlt der Saft, da fehlt die Kraft. So, drei ineinander an den Kopf. Und er bleibt da in aller Ruhe am Seil. Unverständlich. Wenigstens keine schwere Aufgabe für Goran Filipovic. Die beiden kämpfen hier sauber und fair. Keine nickligen Aktionen. Nochmal die letzte Beratung da in der Ecke von Condori. Hier, was bleibt ihm jetzt? Ein K.O.-Sieg. Und danach sieht es beim besten Willen nicht aus. Seconds out, ringfrei, Runde 8. Round 8. Final round, letzte Runde. Letzte Runde. Ah, ging dann mal gut los. Mit zwei, drei Linken da. Ja, der Bündnis hat einen vorzeitigen Sieg. Hier liegt immer alle voll rein, der Rosa. Da kracht jetzt ein Gebälk. Also, eines kann man von Francesco De Rosa nicht behaupten, dass er hierher gekommen ist, um sich da eine Niederlage an den Hals zu binden, sondern der macht hier schon richtig Druck, Remi Demi, und versucht jetzt sogar hier den Kampf noch vorzeitig zu gewinnen. Apretamos, 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 Fadli.
noch knapp eine Minute. Und das Bild, das kennen wir. Der eine ballert und der andere bleibt stehen. Stopp! Buchs! Prima, prima! Also, otra! Bravo, ancora! Otra! Bravo, ancora! Ancora! Giralo, giralo! Dai! Dai! Dai, llega! Dai, llega! Dai, llega! Ja, da kommt nichts mehr von. Vor allem Condori. Im Gegenteil, da läuft dann noch mal in die rechte Reihe von De Rosa. Das war's. Also wenn es jetzt wieder Unentschieden gibt, dann verstehe ich die Welt auch nicht. So ähnlich haben die letzten Runden auch bei seinem Kampf gegen Jaida Vasquez ausgesehen. Und warten wir es ab. Ingo Rohrbach wird uns gleich mitteilen, wer diesen Auftaktkampf hier zu dieser Monsterveranstaltung gewonnen hat. Aber war schon mal keine schlechten Leistungen der beiden. Das Ganze wird sich steigern, verspreche ich Ihnen. Aber bislang 11 Weltmeister und 11 Meisterinnen aus Spanien. Der bekannteste in Deutschland ist sicherlich Javier Castillejo. Der hat sich große Ringschlachten mit Felix Sturm und dann auch mit Sebastian Silvester geliefert hat. Silvester wird nachher ab 20 Uhr ja mitkommentieren. Meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, nochmal einen großen Applaus für beide Fighter. Das offizielle Urteil, as we go to the scorecards. Marco Morales und René Fiebig werden den Kampf 79-73, 79-73 und an Adrian Lachesco werden den Kampf 78-74, 78-74. We got a winner by unanimous decision, all the way from Salerno, Italy, Francesco De Rosa. Also, klare Angelegenheit für Francesco De Rosa. Und diesen Sieg hat er sich auch redlich verdient.